Bibbern und Frieren, Schwitzen und Entspannen. Hört sich gegensätzlich an, der Lauf in die Tropen macht es aber möglich. Er lässt die Teilnehmer bei fast schon winterlichen Temperaturen durch die Natur Brandenburgs laufen und anschließend in die tropische Welt des Tropical Islands eintauchen. Bereits zum 7. Mal wurde das einzigartige Sportevent vom SC Tegeler Forst organisiert und durchgeführt. Das ist eine wunderschöne Veranstaltung. Das Beste ist, man läuft 5 Kilometer, tobt sich richtig gut aus. Der SC Tegeler Forst ist ein super Verein. Ja, ich trainiere auch bei der LG Nord und ich finde, das machen die jedes Jahr schön. Mal mit unseren Jugendlichen zusammen so eine Events und Sport ist ein gutes Programm für die Kids. Trotz schauriger Kälte liefen dieses Jahr 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in sportlicher Eleganz mit Mütze, Schal und einer mega Stimmung Distanzen von bis zu 20 Kilometern mit einem gemeinsamen Ziel. Entspannungszeit im Tropical Islands. Nachdem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die anstrengenden Kilometer hinter sich gelassen hatten, hieß es raus aus den Laufschuhen, rein in die Badeshorts und Bikinis für jeden, war der Eintritt in Europas größte exotische Urlaubslandschaft inklusive. Einmal kurz durchschnaufen und schon wurden die Läuferinnen und Läufer vom Urlaubsfeeling bis über südamerikanisches Flair und der Asien-Pazifik-Region während der Siegerehrung in der Halle überwältigt. Das Schönste für uns Organisatoren wird sein, die Siegerehrung nachher und dass wir dann auch einmal schön ins Nasse springen können und vielleicht sogar noch einen Saunagang machen. Man danach direkt in die Entspannung gehen kann, gleich in den Wellnessbereich, Sauna, Schwimmen, nochmal die Beine ins Eisbecken halten. Jetzt mal das Tropical Island überhaupt kennenzulernen und deswegen sind wir hierher gefahren und ja, wollen einfach den Lauf genießen und dann einen schönen Tag haben im Tropical Island. Ob bei einem exotischen Saunagang, einem Spaziergang durch den tropischen Regenwald oder einem Bummel in den Tropical Shops, war für jeden das Passende dabei. Um den Tag entspannt ausklingen und Revue passieren zu lassen, sorgten die Südsee und Lagune für Glücksgefühle. Für alle, die nochmal zur Weihnachtszeit läuferisch aktiv werden wollen, können dies natürlich tun. Beim SC Tegeler Forst ist ja klar, findet bereits am ersten Adventswochenende der 65. Herbstwaldlauf über 11 Kilometer mit Chris Stollen und Tee statt.